Servus und hallo, hier die Anja von die Frauengrill. Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür und da kommen wir doch alle gern zusammen und reihen uns um den beliebtesten Tisch-Indoor-Grill schlechthin, dem Raclette. Und anlässlich dazu gibt es jetzt von mir ein paar Rezeptideen dazu, also so Kombinationen, die man zusammen würfeln kann, die recht lecker sind und außerdem noch Tipps und Tricks rund ums Thema Raclette. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Das Raclette, das heizt bereits vor und verströmt schöne Wärme. Liebt ihr Raclette auch? Also das ist doch so ein schöner gemeinschaftlicher Akt. Und da gilt es, gewisse Vorbereitungen zu treffen. Letztendlich könnt ihr alles auftischen, was ihr mögt, angefangen von deftig bis zu süß. Auch Teige können eingesetzt werden. Ja, und wichtig ist es halt eben, dass man das gut klein schneidet. Ihr seht hier schon mal eine gewisse Auswahl, die ich hier vorbereitet habe. Gut, wir veranstalten jetzt nicht ein riesen Raclette-Essen hier. Wir sind da nur zu zweit, der Kameramann und ich. Aber ich möchte euch eben drei so Kombinationen vorstellen, die mir besonders gut schmecken. Wichtig ist es natürlich, dass ihr zum Beispiel Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, was ihr da so einsetzen möchtet, gegebenenfalls vorkocht. Ja, das ist klar. Ebenso die Kartoffeln, die dürfen ja niemals fehlen beim Raclette. Ja, und wenn man sich jetzt so fragt, ja, wie viele Zutaten brauche ich denn überhaupt, da kann ich euch einen kleinen Richtwert an die Hand geben. Den Raclette-Käse, ja, den, da braucht ihr ordentlich davon. Und zwar sagt man tatsächlich 200 bis 250 Gramm pro Person. Unglaublich, oder Kameramann, da schüttelst du auch gleich ja den Kopf. Aber es ist wirklich so, also da wird Käse gegessen ohne Ende und bringt gern auch weitere Variationen mit rein. Es muss ja nicht der typische Raclette-Käse sein. Es gehen im Prinzip alle Käsesorten. Ja, und es gibt gleich noch weitere Tipps. Ich stelle euch jetzt einmal meine drei vor und baue die gleich mal so zusammen in mein Pfandl, in mein erstes. Lasst uns doch gleich mal mit einer bayerischen Variante starten. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal zubereitet habt oder fürs Raclette aufgetischt habt. Ich nehme jetzt hier meinen Meldessa von Hengstenberg und gebe das schon mal ins erste Pfandl. Ich glaube, ihr werdet begeistert sein. Ein bisschen Sauerkraut rein, das ist schon schön vorgegart, ganz mild und weich. Das ist die weich. Unterlage. Das ist die Unterlage sozusagen, eine schöne, saftige, deftige Grundlage. Aha, ich sehe hier schon Nürnberger. Genau. Ihr seht hier Nürnberger Würstchen und die kann man entweder im Ganzen da reinlegen oder ein bisschen klein schneiden. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Das gibt schon wieder Ärger. Das gibt, so hat sich ein Mais was mit rein gestohlen. Genau, dann ein bisschen Würstchen rein. Dann ein bisschen Zwiebel. Und der Käse darf natürlich auch nicht fehlen. So, damit die Würstchen schön Röstung bekommen, lege ich den ein bisschen so außenrum, ja, ein bisschen so da rein. Ja, und was darf auch beim Raclette nicht fehlen? Dips, Brot, in diesem Fall reiche ich Breze dazu und süßen Senf. Das ist so die erste Kombination. Ja, bitte. Frage, da könnte man doch eigentlich sogar noch ein bisschen Kümmel reinbauen, oder? Richtig, ja, wobei der darf schon ein wenig, wobei, nein, stimmt eigentlich, weil im Krautsalat hat man ihn auch drin. Ich hätte jetzt gedacht, dass man ihn garen muss, aber ja, wer Kümmel-Fan ist auf jeden Fall, der kann den schon mit reingeben. Gewürze und Kräuter spielen natürlich auch eine Rolle, um das Ganze etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Sollen wir es schon gleich reinlegen oder machen wir erst die nächsten zwei Kombinationen? Rein und den nächsten gleich bauen. Den nächsten gleich bauen. Die zweite Variante wird fischig. Ich habe mich für Garnelen entschieden. Ihr könnt vorgegarte verwenden, aber auch rohe. Ungefähr 100 Gramm Fleisch und Fisch pro Person müsst ihr einplanen. Das ist aber nicht viel. Es ist nicht so viel. Nein, es kommt vielleicht auch ein bisschen auf eure Leute an, ob die eher zum Gemüse tendieren oder zum Fleisch. Bei Gemüse sagt man so 150 Gramm pro Person und auch die Kartoffeln, ja, liegen bei 150 Gramm. Dann noch ein paar Zwiebeln dazu, die Kombination schmeckt mir besonders gut. Und da kann man sich ja fast so Gambas Pil-Pil kreieren. Ich habe nämlich hier noch ein bisschen Knoblauch, den ich drüber gebe. Man könnte auch noch ein bisschen Öl drüber träufeln und Käse optional. Ja. Und was der ganz besondere Kick hier noch ist, das sind schwarze Oliven. Das ist so mein Favorite Pfandl.
So, rein Und damit. keinen Käse drüber. Ich verzichte auf den Käse bei den Meeresfrüchten und beim Fisch, da mag ich das nicht so gern. Aber ihr könnt dort natürlich da auch Käse draufgeben, so viel ihr mögt. Und jetzt kommt noch eine vegetarische Variante, so ein bisschen Tex-Mex-Style. Da nehme ich gerne diese Kidneybohnen mit Mais, Zwiebeln. Kann man für mich dann noch eine Kartoffel ein bisschen Könnt reinschneiden? man auch, weil letztendlich seid ihr kreativ und hier bei dieser Variante dann einfach nur einen Käse dazu. Ja. Du, wobei diese vorgekochten Kartoffeln, die könnte man ja auch oben auf am Raclette, weil da hat doch eigentlich jetzt immer so eine Grillplatte, könnte man so nochmal Ja, anrösten auch, oder? kann man auch. Man ist ja so kreativ. Und was zum guten Raclette nicht fehlen darf, das sind natürlich die Cornichons. Die habe ich hier. Und jetzt hätte mein Kameramann fast was vergessen. Aber im Mein Tex-Mex hast Gott, du meine Jalapenos vergessen. deine Jalapenos, das macht's ja erst aus. Du hast mir jetzt ganz abgelenkt mit deinen Kartoffeln. Gell? Die sind so lecker, nicht zu scharf, passen genau und da jetzt noch Käse dazu. Ein Traum. Ja, und für alle Süßen, denen empfehle ich natürlich Obst und Gemüse, Obst und Beeren aller Art zu verwenden. Und ihr könnt sogar einen Streuselteig zubereiten. Dann könnt ihr so Crumbles machen, ja, oder auch Pfannkuchenteig. Ja, die Ideen, die Vielfalt ist da schon enorm, gell? Warum deckst du das nicht einfach ab? Ich kenne das, dass man das Ja, abdeckt. ich mag immer, dass man die Zutaten noch ein bisschen sieht. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was mache ich denn mit den ganzen Zutaten, die übrig bleiben? Kein Problem, am nächsten Tag könnt ihr euch da einfach so eine schöne größere Pfanne zusammenstellen. Ja. Ihr könnt auch vielleicht einen Fisch ein bisschen trennen, ein Viertel so, ein Viertel so, jeder wie es mag, und dann ab in den Backofen und schön überbacken. Wie schaut's denn aus mit der ersten? Mit der ersten, das war die, ja, da braucht man noch ein bisschen. Der Käse, der, Ja, ja, ich sehe es, brutzelt schon ein Matan. bisschen. Und die Würste, die sollen natürlich noch ein bisschen Farbe bekommen. So, brutzelt schön, gell? Schaut her, die Bratwürste bekommen auch schon Farbe. Hier übrigens süßen Senf dazu, dann zur Garnelenvariante Cocktailsoße und zur Tex-Mex-Variante habe ich hier noch Chilisoße, aber ihr könnt natürlich noch viel mehr Soßen, Variationen hier noch dazu geben, um das Ganze noch bunter zu gestalten. So, jetzt hoffe ich, euch hat das gefallen. Ja, wir machen einfach jetzt eine kleine Raclette-Party, oder, Kameramann? Warum nicht zu zweit? Wir müssen vorkosten. Mhm, genau. Und von euch, lieben Zuschauer, möchte ich gerne noch wissen, ja, welche Zutaten ihr fürs Raclette am liebsten verwendet. Schreibt mir das gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich hoffe, meine Tipps und Anregungen waren hilfreich für euch. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich blende euch was zum Abonnieren ein, den Kanal kostenlos abonnieren. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Eure Anja, macht's gut. So, schauen wir mal. Ah, sehr gut. Also, auf geht's. Können wir schon.